Ah, hallo. Wer sind Sie denn? Ein neuer Mitarbeiter. Warum weiß ich davon nichts? Ja, ich wollte gerade die Belegschaft zum Einstand einladen, aber der Anhang ist zu groß. Und wie groß? Zwei. 2 Gigabyte, Terabyte, Äpfel. 2 Megabyte. Okay, nee, dann kann er nicht zu groß. Warum haben Sie dieselbe Einladung 12 Mal angehängt? 52 Mal. Ja, also für jeden Mitarbeiter eine PDF. Genau. Und dann kann sich jeder eine wegnehmen. Ja. Ja. Wer hat Sie eingestellt? Dr. Bauer, wenn ich Dateien auf Laufwerk F ablege, dann sind sie am nächsten Tag immer gelöscht. Tatsächlich habe ich ein ähnliches Problem. Wenn ich Dateien auf Laufwerk F lösche, sind sie am nächsten Tag wieder da. Moment. Ich versuche seit 3 Wochen, diese Dateien da abzulegen. Und ich versuche seit 3 Wochen, die Dateien dort zu löschen. Gut, damit ist der Fall wohl gelöst. Ein Hackerangriff. Safe. Wie Schlange zurück. Vielleicht sollten wir einen Hacker einstellen. Hallo zusammen, ich bin Herr Müller, Müller mit UE. Schon gelesen? Herr Müller kocht heute sein berühmtes feines Gulasch. Ah, hallo. Aber warum steht da Spam? Warum steht da Spam? Sie müssen sofort die komplette Belegschaft warnen. Herr Müller ist ein Trojaner. Sind Sie ein Hacker? Was? Haben Sie versucht, bei uns einen Gulasch-Trojaner einzuschleusen? Was ist ein Gulasch-Trojaner? Und warum löschen Sie Dateien von Laufwerk F? Und legen Sie danach wieder rein? Haben Sie mir vorhin den Vollidioten vorgespielt? Sie sehen sogar aus wie ein Hacker. Ich bin kein Hacker und ich bin auch kein Vollidiot. Sie sind also einfach nur ein Herr Müller? Mit OE. Ja, gut dann, willkommen im Unternehmen. Ja, herzlich willkommen, Herr Mueller.